Baden und Thurgi, natürlich verbunden. Ihre Frage zählt. Guten Abend miteinander, geschätzte Damen und Herren. Es freut uns sehr, dass Sie heute Abend dabei sind. Dabei sind, wenn wir über die Fusion von Thurgi unser erstes Resultat präsentieren. Wo stehen wir in dem Prozess, den wir haben? Wir haben das letzte Jahr sind Kredite gesprochen worden von der Legislative, damit wir die Fusionsprüfung angehen können. In einem ersten Schritt haben wir bis jetzt innerhalb der Verwaltung von verschiedenen Teilnehmern haben wir die Grundlagen geschaffen, die wir Ihnen heute Abend präsentieren wollen, den Stand dieser Grundlagen. Und das ist die erste Information, die wir jetzt richtig rausgehen. Wir haben das gemacht, damit wir Argumente haben, dass wir Sie fragen können, ob Sie in einer Fusionsprüfung zustimmen wollen. Für das haben wir im Sommer dann die erste Volksabstimmung. Das ist noch nicht die Fusion von Baden und Thurgi, sondern das, was wir wollen, ist, dass Sie uns als Bevölkerung den Auftrag geben, die Fusion, den Vertrag auszuschaffen. Wir haben leider müssen die Veranstaltung online machen, digital machen. Wir hätten Sie gerne vor Ort, würden Ihnen gerne in Ihre Gesichter schauen und Ihre Fragen direkt entgegennehmen. Leider ist es das wegen der Covid-Situation nicht möglich. Das ist aber auch nicht schlimm, glauben wir, weil wir haben festgestellt, und für das bedanken wir uns bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns schon ganz viele Fragen zukommen lassen haben. Ich möchte jetzt gerade im ersten Teil auf zwei, drei Fragen eingehen, die uns gestellt worden sind. Eine der Fragen von Heinz Hermann von Baden. Er hat uns gefragt, welche unmittelbaren Vorteile das Badener Bevölkerung hat. Und dort muss man sagen, lieber Heinz, vielleicht ist es gar nicht möglich, am Anfang von so einer Fusion schon direkt als Bürger einen Vorteil zu haben. Was wir aber wissen, und das haben wir herausgefunden in unseren Arbeiten, dass Thurgi Potenzial hat, neben dem, dass sie eine Stadt ist wie Baden, mit ähnlichen Infrastrukturen, also auch mit einem Bahnhof, mit einem Ladenbereich, mit Industrie, mit Potenzial für Wohnraum. Das ist uns ein Zeichen, dass wir eben beide, Baden und Thurgi, von einer Fusion profitieren können. Der Benny Ritz von Baden hat gefragt, wieso dass man das so klein macht. Wieso dass man nicht gerade mehr Gemeinden dazu nimmt. Und dort möchte ich einfach verweisen auf die Modellstadt. In der Modellstadt haben wir 13 Gemeinden, wo wir uns treffen, regelmässig, wo wir auch in einem Prozess sind. Mit Thurgi sind wir aber weiter. Mit Thurgi sind wir so weit, dass wir gesagt haben, in dem Schritt prüfen wir, sollen wir in der Bevölkerung vorschlagen, eine Fusion anzugehen, einen Fusionsvertrag auszuschaffen. Und darum werden wir Ihnen die Frage stellen. Der René Biland hat noch gefragt, ob Thurgi ein attraktiver Partner sei oder eben nicht. Oder wieso das Baden nur mit Partnern zusammengeht, die nicht attraktiv sind. Wir sind der Meinung, das stimmt nicht so. Und wir glauben, wir können Sie heute Abend davon überzeugen, dass Sie sehen, Thurgi ist ein attraktiver Partner. Thurgi ist ein Partner, der zu Baden passt, der die gleichen Strukturen bringt, der uns Potenzial bringt, um Weiterentwicklungen zu machen, um attraktiver zu sein als Stadt, um die Bevölkerung ansiedeln neu, um Firmen neu ansiedeln. Da sind wir überzeugt davon, dass wir diese Argumente Ihnen heute Abend zeigen können. Ich bedanke mich, dass Sie uns Fragen eingereicht haben. Und wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Abend. Wir sehen uns nochmal heute Abend. Herzlichen Dank. Wir wollen noch immer mit Strukturen von gestern Probleme von morgen lösen, obwohl wir schon heute unsere Grenzen spüren. Und tatsächlich, wenn man in die Welt hineinschaut von der Gemeinde,
dann sind die Gemeindestrukturen schon sehr alt. Über 150 Jahre alt. Sie sind älter wie die Erfindung der Glühbirne, die Thomas Aleph Erikson im Jahr 1880 gemacht hat. Die heutigen Gemeinden stehen vor sehr vielen Herausforderungen, die sich häufig gemeinsam besser lösen lassen wie allein. Wir sind in einer komplexen Welt drin, viel komplexer wie der Ursprung unserer Gemeindelandschaft. Politik kommt mit neuen Rahmenbedingungen. Es heisst, eine neue Raumplanung umzusetzen. Unsere Gesellschaft zeigt sich immer heterogener. Sie fordert uns vielseitig. Technologie macht grosse Sprünge. Wir sind im neuen Zeitalter. Digitalisierung ist angesagt, wo unsere Wirtschaft durchdringt und uns vielseitig auch von der Gemeinde her fordert tut. Und letztendlich sind wir in einem grossen Prozess drin. Das Umweltbewusstsein wird immer wacher. Und auch da müssen wir von der politischen Seite her, von der Gemeinde her, Antworten entwickeln. Darum glaube ich, dürfen wir sagen, dass es wichtig ist, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Eben, verantwortungsvolle Behörden setzen sich mit dem vielschichtigen Wandel auseinander, prüfen alternative Optionen zur Sicherung von einer erfolgreichen Zukunft von ihrer Gemeinde. Wir werden heute über verschiedene Themen erste Eindrücke erfahren, erste Erkenntnisse dürfen gewinnen. Themen sind Behörden, Verwaltung, Entwicklung von der Stadt, Schulwesen, Finanzen, Ortsbürger, Gemeinde und der Forst, die technischen Betriebe, Feuerwehr. Die Elemente, die im Gemeindeleben sehr, sehr wichtig sind. Doch schauen wir nochmal schnell zurück auf unsere beiden Gemeinden, die sich hier langsam anhören. Sie sind unterschiedlich und doch können sie sich sehr gut ergänzen, wie wir gerade einleitend gehört haben. Baden, wissen wir alle, ist deutlich grösser wie Thurgi. Baden ist ein sehr attraktiver Wirtschaftsstandort mit vielen Arbeitsplätzen, mit einem weltweit interessanten Ruf. Aus dem heraus wächst auch ein unterschiedlicher Steuerfuss. Baden überzeugt mit einer interessanten Steuerkraft und das Nettovermögen, da zeigt Thurgi wieder seine Stärken. Wir haben uns auch noch ein paar Rahmenbedingungen gesetzt. Wir sind zum Schluss gekommen, dass die neue Stadt, so wären es so wie kommt, auch Baden soll heissen. Thurgi wird zu einem Ortsteil von dieser Stadt Baden, wird aber den Namen Thurgi auch behalten. Auch die Strassen nehmen und die Strassennummern sowie die Postleitzahlen bleiben gleich, sie bleiben unverändert. Das ist auch eine erste Antwort auf die Frage von Herrn Brühwiller aus Thurgi, der das genau wollte wissen. Er wollte auch wissen, ob denn mit der Zeit der Name Thurgi verschwindet tut im Zivilstandswesen. Da hat er auch recht. Und dann haben wir noch eine interessante Frage bekommen vom Herrn Dabowski, auch von Thurgi. Er hat nämlich gefragt, ob Thurgi zu einem Quartier würde. Von Baden. Ich denke, Quartier oder, man kann auch sagen, ein Ortsteil, ein interessanter Ortsteil von Baden. Das jetzt noch, oder? Ist gut. Kannst du das Studio umblenden? Hörst du mich, oder?
Nachdem wir die beeindruckenden Zahlen gesehen haben und uns auch den zahlenmässigen Vergleich zwischen den beiden Gemeinden vor Augen geführt haben, fragen Sie sich sicher auch, wie soll der Zusammenschluss denn gehen? Mit dieser Frage haben sich alle Arbeitsgruppen beschäftigt. Ich darf Ihnen als erstes Thema von unserer Arbeitsgruppe präsentieren. Die Arbeitsgruppe 1, bestehend aus einer Vertretung vom Personaldienst, der Gemeindeschreiberin von Thurgi, der beiden Gemeinden, der Stadtschreiber von Baden sowie die beiden Frauen Vizeamme, haben sich mit folgenden Themenbereichen auseinandergesetzt. Auf ein paar Themen gehe ich noch kurz ein. Als erstes haben wir die Stärken und Schwächen der politischen Organisation der Gemeinde Thurgi und der Stadt Baden, also die Organisation von Exekutive, Legislative und Verwaltung, vertieft analysiert und verschiedene Szenarien entwickelt. Aktuell steht bezüglich Exekutive und Legislative folgender Vorschlag im Zentrum. Der Stadtrat soll weiterhin aus 7 Mitgliedern bestehen. Der Stadtdame übt seine Funktion in einem Vollamt aus. Der Einwohnerrat besteht aus 50 Mitgliedern. Es ist auf längere Sicht nicht vorgesehen, Wahlkreise zu schaffen. Der Stadtteil Thurgi ist dann Rüttihof und Tettwil gleichgestellt, also 2 Quartiere von der Stadt Baden, mit ebenfalls rund 3'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die beiden Quartiere sind übrigens bis 1962 ebenfalls von Baden unabhängig gewesen. Die mögliche Ausgestaltung ist ja dort noch nicht beschlossen. In einer zweiten Phase, das heisst im Hinblick auf den Fusionsvertrag, möchten wir verschiedene Varianten noch prüfen. Insbesondere soll dann festgelegt werden, ob das das richtige System ist und wie vorgegangen werden sollte. Ob die aktuelle Organisation von Baden beibehalten werden sollte, ob es Zuwahlen gibt, das heisst, die beiden Räte werden vorübergehend erweitert, oder ob es Neuwahlen gibt unter der Bildung von Wahlkreis für eine Übergangsphase. Dazu nehmen wir sehr gern Ihr Feedback entgegen, um die eingegangenen Meinungen in einer zweiten Phase können mit einbeziehen. Der Herr Eduard Brühwiler von Thurgi hat dazu bereits die Frage gestellt, wie eine Vertretung von Thurgi im Stadtparlament aussieht. Ebenfalls hat sich der Herr Hans Hoffmann mit der gleichen Frage gestellt. Die Arbeitsgruppe ist der Überzeugung, dass mit einer Fusion die Chancen zur Optimierung des Prozesses und der Organisation einer neuen Stadtverwaltung unbedingt genutzt werden müssen. Bei einer Vergrösserung der Gesamtverwaltung gibt es die Möglichkeit, Fachlichkeit und spezifisches Know-how zu stärken. Wir sind uns bewusst, dass die Zusammenführung der Mitarbeitenden mit einer achtsamen und frühzeitigen Nachfolgeplanung sowie einer bewussten Personalentwicklung begleitet werden müssen. Ziel ist es, möglichst keine Entlassungen vorzunehmen müssen, sondern Synergien mittelfristig bis längerfristig nutzen zu können. Als weiteres wichtiges Thema, das uns alle sicher beschäftigt, haben wir die Frage vom Standort der Verwaltung genauer angeschaut. Wir sind der Meinung, dass alle Dienstleistungen an einem Ort, das heisst in Baden, angeboten werden sollten. Da damit der Kundenkontakt in Thurgi abgebaut wird, werden wir in einer zweiten Phase weitere Möglichkeiten prüfen. Sicherlich sind Online-Angebote auszubauen. Allenfalls könnten wir aber auch Besprechungen mit Mitarbeitenden aus Fachabteilungen in Thurgi anbieten. Auch hier nehmen wir gerne Ihre Rückmeldungen entgegen. Der Herr Beat Bühlmann aus Thurgi hat sich bereits mit einer Frage zum Standort der Verwaltung gemeldet. Eine Frage hat uns auch der Herr Herbert Ammann aus Baden bezüglich der Quartierverein zukommen lassen.
Er fragt, ob es geplant ist, Quartiervereine allenfalls auch mit finanziellen Mitteln besser zu unterstützen, um für mehr Bürgernähe und persönlichen Bürgerkontakt für eine Stärkung der inneren Sicherheit auf kleinstmöglichen Ebene zu sorgen. Besten Dank für diese Frage. Wir nehmen sie gerne als Input auf. Die Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und Quartiervereinen werden wir ebenfalls in einer zweiten Phase vertiefen. Wir können aber heute schon festhalten, dass der regelmäßige und institutionalisierte, vielfältige Austausch, der in Baden mit allen Quartiervereinen stattfindet, aufrechterhalten bleibt. Diese Zusammenarbeit und dieser Austausch wird jeweils den Bedürfnissen angepasst und wird in einem Fall von einem Zusammenschluss auch auf Thurgi erweitert. Zuschauerinnen und Zuschauer, die Arbeitsgruppe 2 hat sich der Frage gewidmet, welche Auswirkungen eine Fusion auf das Zusammenspiel von Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur und Raumentwicklung ausübt. Dass die Frage auch die Bevölkerung interessiert, beweist der Herr Beat Bühlmann aus Thurgi. Er möchte wissen, ob nach einer Fusion noch Rücksicht auf Umwelt- und Naturschutzanliegen genommen wird oder ob gegenteilig sogar mit einer Zubetonierung muss gerechnet werden. Lassen Sie mich die Frage mal so im Raum stehen. Entschuldigung, jetzt geht es weiter. Ein Blick auf die Entwicklung zeigt, dass Baden wie auch Thurgi in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachstum bei den Bevölkerungszahlen verzeichnet. Die Bevölkerung von Baden ist von 2010 bis 2019 pro Jahr um durchschnittlich 0,84% gewachsen und umfasst aktuell rund 19'600 Einwohnerinnen und Einwohner. Weiteres Wachstumpotenzial beschränkt sich auf innere Verdichtung und die Entwicklungsgebiete wie Spriski und den Galgenbuck. Nach einem Anstieg von über 9'500 Arbeitsplätzen im Zeitraum von 1995 bis 2010 stagniert die Zahl seither ungefähr bei 29'600. Langfristig kann aber von einer positiven Entwicklung ausgegangen werden, weil Diversifikation wie auch der Wandel zu Industrie 4.0 weit fortgeschritten sind. Die Bevölkerung von Thurgi ist im gleichen Zeitabschnitt kaum gewachsen und bewegt sich um eine Zahl von rund 3'000 Einwohnern. Wie in Baden, urban geprägte Einwohnerinnen und Einwohner. Aufgrund von auch hier beschränkt verfügbarer Fläche hat die Entwicklung nach innen bereits in den 90er Jahren angefangen. Die sich in den vergangenen Jahren rückläufig entwickelnde Arbeitsplatzzahl in Thurgi ist unter anderem auch auf Firmenwegzüge zurückzuführen, die wegen fehlender Industriefläche erfolgt sind. Das Gewerbe von Thurgi ist zwar wegen der Entstehung von neuen Einkaufszentren in der näheren Umgebung unter Konkurrenzdruck geraten. Erfreulicherweise können sich die Ladeflächen aber trotzdem erfolgreich behaupten. Bedeutendes Potenzial für zusätzliche Gewerbe und Wohnräume ist im Industriegebiet um die alte Spinnerei vorhanden. Zusätzlich entwickelt sich aktuell rund ums Bahnhofareal Thurgi. Die Arbeitsgruppe 2 erkennt bei einer Fusion eine Vielzahl von Chancen. Für Baden wächst beispielsweise das Angebot an attraktivem und ÖV-nahem Wohnraum. Thurgi bekommt die Chance, zu einem starken Quartier von Baden zu werden. Nicht zuletzt wird in Thurgi der sinkende Steuerfuss einen Attraktivitätszuwachs bewirken. Auch bezüglich Wirtschaftsstandort darf von einer Attraktivitätszunahme ausgegangen werden.
dazu beitragen wird auch hier die hervorragende ÖV-Anbindung von Thurgi sowie das beim Bahnhof Areal entstehende Raumangebot. Unter dem Titel «Chancen der neuen Stadt» möchte ich mich für die Frage von Herrn Bühlmann bedanken und diese auch beantworten. Baden und Thurgi haben als Wackerpreisgemeinde bereits heute ein hohes Qualitätsbewusstsein für Baukultur und öffentlichen Raum. Die qualitative Entwicklung wird dadurch sicherlich begünstigt. Eine unsorgfältige Zubetonierung muss unter diesen Voraussetzungen definitiv nicht befürchtet werden. Abschließend das Fazit von unserer Arbeitsgruppe. Wir sind überzeugt davon, dass die neue Stadt als Wohnort und Wirtschaftsstandort weiter an Potenzial und Attraktivität gewinnen wird. Guten Abend miteinander. Ich freue mich, Ihnen die ersten Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3, die sich mit dem Schulwesen befasst hat, vorzustellen. Wir sind eine grosse Arbeitsgruppe, es sind Vertreterinnen und Vertreter der Schulleitung von beiden Stufen, Kindergarten, Primar- und Sekundarstufen von Baden und Thurgi dabei. Wir haben die Gesamtschulleiterin von Baden, die mitwirkt. Wir haben aber auch Personen im Bereich Betreuung, die Leiter Betreuung, von der Stadt Baden, von der Fachstelle Betreuung und wir haben den Präsidenten vom Verein von der Kinderbetreuung in Thurgi, der mitwirkt bei uns in der Arbeitsgruppe. Weiter haben wir noch Vertreterinnen und Vertreter von der Schulpflege, von der Gemeinde Thurgi und Baden bei uns in der Arbeitsgruppe. Wir haben uns mit ganz vielen verschiedenen Themen bis jetzt auseinandergesetzt. Einerseits natürlich eine Analyse, eine Ausgangslage, Entwicklung der Schülerinnen und Schülerzahlen, gesellschaftlich-politische Herausforderungen, pädagogische Herausforderungen, natürlich dann konkret Situation von Kindergarten, Primarschule und der Sekundarstufe 1 in den jetzigen Gemeinden, wie denn das könnte organisiert sein. Und wir haben natürlich auch Themen im Umfeld der Schule angeschaut, also Schulsozialarbeit, Betreuung, Tagesstrukturen, aber auch Themen wie Infrastruktur oder Musikschule. Ich möchte Ihnen ganz kurz so die Ausgangslage aufzeigen, dass Sie ein Bild haben, durch, wie das Baden aussieht und Badenerinnen und Badener, so wie es Thurgi aussieht. Wir haben das Baden, Kindergarten- und Primarschulstufen mit knapp 1500 Schülerinnen und Schülern. SUS, das ist die Abkürzung für Schülerinnen und Schüler. Es ist eine grosse Primarschulstufe. Es sind 2 Jahrgänge Kindergarten dabei und 6 Jahrgänge Primarschule, 1. bis 6. Klasse. Wir haben in Baden 6 Primarschulstandorte und wir sind in Baden eine integrative Schule. Das heisst, wir versuchen möglichst alle Bedürfnisse aufzunehmen und die Kinder gemäss ihrem Stand optimal zu fördern. Wir haben in Baden gut ausgebaute Tagesstrukturen an allen Standorten und durch das, dass wir eine grosse Schule haben, ist natürlich die Grösse und Komplexität eine Herausforderung. Wie sieht das in Thurgi aus? In Thurgi haben wir eine Kindergarten-Primarschule von etwas mehr als 200 Schülerinnen und Schülern. Es ist eine kleine, familiäre, übersichtliche Schule, man kennt sich. Es ist eine integrative Schule, so wie in Baden auch, da sind wir auf der gleichen Schiene. Und auch in Thurgi gibt es Tagesstrukturen, die sind im Moment im Aufbau. Wie sieht es jetzt auf der Sekundarstufe 1 aus? In Baden gehen im Moment Schülerinnen und Schüler aus Ennenbaden, Ehredingen, Birmersdorf und Baden in die Sekundarstufe. Das sind knapp 900 Schülerinnen und Schüler, die hier in Baden die Oberstufe besuchen. Ab dem Sommer 2021, also jetzt dann bald, können wir das neue Oberstufenzentrum Burghalden beziehen. Es ist ein neues oder ein erweitertes Schulgebäude in der Burghalden, wo dann eben alle Leistungszüge, also SEC, Real, BETS unter einem Dach, alle Schülerinnen und Schüler ins gleiche Schulhaus gehen.
In diesem neuen Schulhaus werden wir auch eine Mensa haben, wo die Schülerinnen und Schüler zu Mittag essen können, wo sie ihre Freizeit verbringen können. Und als Herausforderung haben wir auch hier Grösse herauskristallisiert. Das ist eine grosse Schule und es ist wichtig, dass man dort die Identität, dass man sich wohlfühlt. Und da werden wir Wert darauf legen. Wie sieht das jetzt in Thurgi aus? In Thurgi gehen die Real- und Sekundarschülerinnen und Schüler, je nachdem, wo sie wohnen, entweder das Untersiggetal oder das Gebischdorf in die Schule. Thurgi selber hat ja den BEZ-Standard und dort gehen die Bezirksschülerinnen und Schüler in die Schule und auch die Schülerinnen und Schüler aus Untersiggetal und Gebischdorf gehen in Thurgi in BEZ. Es sind knapp 140 Schülerinnen und Schüler und zusätzlich wird der RIC, das ist der Regionale Integrationskurs, geführt. Das sind nochmal 40 Schülerinnen und Schüler, die zu Thurgi in die Schule gehen. Die kommen aber aus der ganzen Region, also nur 3 Schülerinnen und Schüler sind aus Thurgi. Die BEZ Thurgi ist eine familiäre, übersichtliche Schule. Man hätte mal gewisse Zeit müssen schauen, dass man genug Schülerinnen und Schüler hat, um den Standort zu führen. Das ist jetzt aber gemäss den Schülerinnen und Schülerzahlen langfristig gesichert. Wegen der regionalen Aufteilung von den verschiedenen Oberstufenzeugen ist aber eine Zusammenarbeit nicht so gut möglich. Wie sieht jetzt das bei einer Fusion aus? Bei den Kindergarten und in der Primarschule ändert sich nicht viel. Die bestehenden Standards werden erhalten bleiben. Die Kinder können dort in die Schule gehen, so wie sie das jetzt gemacht haben, in die verschiedenen Kindergärten und in die verschiedenen Primarschulhäuser. Primarschule Thurgi wird einfach ein weiteres Quartierschulhaus von der neuen Stadt Baden werden, so wie wir das auch kennen, beispielsweise von der Schule Rüttihof. Wie sieht es in der Sekundarstufe 1 aus? Dort haben wir, wie gesagt, das Sekundarstufenzentrum Burghalden mit all diesen Leistungszeugen unter einem Dach. Und dort werden auch weiterhin Schülerinnen und Schüler aus Ennepaden, Ehredingen und Birmensdorf zusammen mit den Badener Schülerinnen und Schülern in die Schule gehen. Wir haben das BEZ Thurgi, wo ein zweiter Standort wird werden von der Sekundarstufe 1 in Baden. Und dort werden auch weiterhin Schülerinnen und Schüler aus Untersiggetal und Gebischdorf in die Schule gehen. Die Sekundarschüler von Thurgi und die Realschüler werden weiterhin in Untersiggetal bzw. in Gebischdorf zur Schule gehen. Wir werden aber prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, mittelfristig auch in Thurgi das gleiche Modell können umsetzen, so wie wir es in Baden in der Burghalden machen, nämlich alle Schülerinnen und Schüler unter einem Dach können zu beschulen. Das müssen wir natürlich zusammen mit den betroffenen Gemeinden anschauen, mit Untersiggetal, mit Gebischdorf. Und wir werden das wirklich in der nächsten Phase genauer prüfen, ob es da Möglichkeiten gibt, das umzusetzen. Frau Therese Mändli-Graber aus Thurgi hat diverse Fragen zum Schulbereich gestellt und ich hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen die zum grössten Teil beantworten Wir kommen zu der Arbeitsgruppe Finanzen. Bei der Arbeitsgruppe Finanzen haben wir uns gesagt, wie könnten wir dort denn überhaupt vorgehen. Und wir haben in einer ersten Phase haben wir von Christoph Brunner von der OBT in St. Gallen haben wir einen Finanzbericht erstellen lassen. Einen Finanzbericht, wo wir hingegangen sind und gesagt haben, wir stellen alle Finanzpläne von uns ihm zur Verfügung stellen. Er hat die angeschaut, er hat die geprüft, er hat sie übereinander gelegt und er hat uns nachher einen Finanzbericht gegeben. Den Finanzbericht, den werden wir Ihnen auch zur Verfügung stellen, dass Sie den anschauen können. Ich glaube, ganz wichtig ist bei den Finanzen die Ausgangslage. Bei der Ausgangslage sieht man, wir haben eine Anzahl Einwohner, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Baden mit 19'000 und Thurgi mit 3'000.
Und das setzt sich eigentlich durch die ganze Struktur, die Sie hier sehen auf der Folie, setzt sich das fort. Der Steuerfuss ist unterschiedlich, 92 und 113. Wir haben unterschiedliche Steuerkräfte der Einwohner. Wir haben unterschiedliches Volumen. Wir haben ein Nettovermögen auf Seite Thurgi und wir haben eine Nettoschuld auf der Seite der Stadt Baden. Also die Zahlen zeigen eigentlich, dass sich zwei Gemeinden zusammenschliessen, die von der Grösse her sehr, sehr unterschiedlich sind. Jetzt ist die Grösse aber nur das eine und die Frage ist, was passiert denn, wenn man die zusammenlegt? Und wenn man das anschaut, und das sehen Sie in der Spalte Fusion, die wir Ihnen zeigen, dann sehen Sie, dass die Auswirkungen von der Grössenunterschied her absolut vertretbar sind. Wir haben auch eine Frage bekommen dazu. Wir haben eine Frage bekommen, was ist mit dem Steuerfuss? Da hat Patrick Hersitzki von Baden hat das gefragt. Und wir können heute sagen, nachdem wir geprüft haben und nachdem wir die Finanzpläne übereinander gelegt haben, der Steuerfuss von Baden kann bei 92% bleiben und ist auch der Steuerfuss nachher von Thurgi. Das heisst, Thurgi kommt von 113% auf 92% ab. Ich glaube, das ist eine wichtige Aussage, die wir hier machen können und die können wir auch belegen. Der Christian Menger, auch von Baden, hat so ein bisschen ketzerisch moniert, ist denn nicht mit Thurgi ein Dorf, wo eigentlich sich gesund gespart hat bis jetzt. Und dort können wir einfach sagen, auch das haben wir geprüft. Sie haben es auf dem Inhaltsverzeichnis gesehen. Wir haben die Strassen untersucht, wir haben die Gebäude untersucht, wir haben geschaut, ist der Unterhalt gemacht. Und wir kommen zum Schluss, ja, das ist gut und das ist so gemacht worden. Das haben die Fachleute von Baden natürlich auf Augenhöhe mit denen von Thurgi in dieser Arbeitsgruppe geprüft und können das Resultat so verkünden. Der Rainer P. Vogt hat eine Frage gestellt zum Finanzausgleich. Und beim Finanzausgleich, dort ist eine Aussage, wo man sagt, leider ist es eben am Schluss ein Nullsummenspiel. Es ist so, dass im Finanzausgleich Baden weniger muss zahlen, das ist so. Aber dafür hat Thurgi auch die Einnahmen nicht, die sie jetzt überkommen aus dem Finanzausgleich. Das ist erhärtet auch, das haben wir mit dem Kanton angeschaut. Wir haben den Herr Feigenwinter dabei gehabt vom Kanton, der uns das bestätigt hat. Eine weitere Frage, die Beat Bühlmann von Thurgi gestellt hat, da geht es darum, ob wir Sparpotenzial haben. Und Sparpotenzial ist etwas, wo wir im Moment noch keine genaue Aussage machen können. Wir sind überzeugt, dass wir, wenn wir mit Thurgi zusammengehen, Potenzial haben, um Sachen miteinander zu machen. Zum Beispiel die Werke. Das ist etwas, wo wir sicher einen Nutzen haben. Wir haben auch Synergiepotenzial sonst von den Fachleuten her. Das existiert. Aber ob in welcher Grössenordnung das genau ist, das ist eine Aussage, die wir im Moment so noch nicht machen können. Wir sind aber bemüht, im Finanzbericht das auch nachher abzubilden und Sie können das gerne dort nachlesen. Wir sind der Meinung, und das ist die Zusammenfassung eigentlich von dem, was ich gesagt habe, der Steuerfuss, der kann bei 92% gehalten werden. Über Bündelung der Aufgaben sehen wir Synergiepotenzial, auch bei den Investitionen. Wir kommen die Gemeindeliegenschaften frei, über die man anders nutzen kann, wo man etwas Neues anfangen kann damit. Wir haben das Synergiepotenzial bei der Verwaltung und bei den Betrieben. Und wir können Zentrumslasten breiter abstützen auf eine grössere Bevölkerungszahl. Was ganz wichtig ist für uns, ist, dass durch die Senkung des Steuerfuss von Thurgi, Thurgi ein neues Potenzial bekommt, das interessant kann sein für Firmen, das interessant kann sein für Wohnbevölkerung. Wir wissen auch, dass um den Bahnhof herum Thurgi immer schon weit ist, mit dem Potenzial können fördern. Und das ist ein wichtiges Teil, das uns in dem weiterbringt. Vielleicht ganz zum Schluss noch etwas Kurzes.
Wir haben auch angeschaut, was kommen wir vom Kanton über. Und vom Kanton kommen namhafte Zahlungen, die wir überkommen, wenn Thurgi und Baden fusioniert sind. Die Zahlen werden uns sicher helfen, einen guten Start hinlegen und Zeit zu gewinnen, um das Synergiepotenzial voll zu nutzen. Herzlichen Dank. Dettwiler, Badener Stadtrat und Badener Stadt, Badener Ortsbürger. Das ist meine Motivation, dem Projekt mitzuschaffen. Und aus dem Grund bin ich in der Arbeitsgruppe 5 gewesen, wo Themen Ortsbürger, Forst, Pachtland und Naturschutz gehabt. Wir sind gut vorwärts gekommen. Wir haben viel geprüft, wir haben aber weitaus nicht so komplexe Prüfungen müssen vornehmen wie unsere Kollegen und Kolleginnen von der anderen Gruppe. Ich komme zuerst zu der Ortsbürgergemeinde Baden. Sie sehen, die Exekutive ist der Stadtrat Baden. Die Legislative ist die Ortsbürgerversammlung, die findet zweimal jährlich statt. Im Sommer meistens in der Waldeck, Open Air, und im Winter in der Stadt. Wir haben drei Kommissionen in der OBG Baden. Es ist die Finanzkommission, was die macht, muss ich Ihnen nicht sagen. Die Forstkommission, zu dem komme ich nachher noch, ist eine wichtige Kommission. Und eine ganz spezielle Kommission ist unsere Reben- und Trottenkommission, weil Baden, der Badener Stadtweide, kommt aus Ennepaden. Baden hat dort Reben und hat dort auch einen Trotten. Und operativ ist dort, die Gebrüder Wetzel sind dort am Werk, machen einen tollen Wein. Das war ein kleiner Werbespot. Dann, die Verwaltung wird übernommen von den Mitarbeitenden von der Stadtverwaltung. Ortsbürgerinnen und Ortsbürger sind es in etwa 750. Und zum Schluss kann ich sagen, die OBG Baden steht finanziell auf gesunden Füssen. Die OBG Baden hat Rechtsvermögen und hat jährliche Erträge von rund 1,4 Millionen aus Baurecht, Pacht und Mietzinseinnahmen. Zu der Ortsbürgergemeinde Thurgi habe ich keine Folie, weil es die Ortsbürgergemeinde Thurgi leider seit 1997 nicht mehr gibt. Und die Ortsbürgergemeinde Baden ist bereit, dass, wenn es den Zusammenschluss gibt, die ehemaligen Ortsbürgerinnen und Ortsbürger formlos in die Ortsbürgergemeinde Baden aufzunehmen. Formlos heisst, man muss kein Gesuch stellen, man wird eingeladen zum Mitmachen, zum an den Versammlungen mitmachen, zum Mitbestimmen. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, Dettwiler, dann ist es so, ich bin als Dettwiler auf die Welt gekommen, habe die Ortsbürgergemeinde Dettwil aber nicht so erlebt, sondern bei der Einbürgerung oder beim Gemeindezusammenschluss bin ich zweijährig gewesen. Ich fühle mich jetzt als Ortsbürger von Baden und das ist eine tolle Sache. Ich komme zum Forst. Bei den Kennzahlen sehen Sie auf den ersten Blick, aha, die Ortsbürgergemeinde Baden hat 691 Hektar Wald. Gebisdorf hat bei den Ortsbürgern keinen Wald mehr, weil auch Gebisdorfer keine Ortsbürgergemeinde mehr haben. Und auch der Thurgemener Wald ist in die Einwohnergemeinde aufgegangen. Es sind zwei Forstbetriebe, Stadtforstamt Baden und Forstbetrieb Gebisdorf Thurgi. Sie sehen unten auch den Hiebsatz vom öffentlichen Wald. Auffallen tut dort, dass in Baden beispielsweise auf die Hektare gerechnet der Hiebsatz eigentlich grösser müsste sein. Das hat den Grund, weil Baden nicht nur einen Nutzwald hat, sondern auch Wert auf den Erholungswald legt. Jetzt, wie könnte das aussehen? Wir haben geprüft, einerseits
dass wir zwei eigenständige Forstbetriebe weitererhalten, so wie wir sie jetzt haben. Der Badener, der Thurgemner Wald geht zu Baden und wird von Gebisdorf bewirtschaftet. Die zweite Variante ist, der Thurgemner Wald kommt zu Baden und wird von Baden bewirtschaftet. Und an der dritten Variante, die ist interessant, die, an der arbeiten wir noch, dass wir wahrscheinlich, das heisst, wir prüfen die noch weiter mit Gebisdorf zusammen, allenfalls eben die beiden Forstbetriebe auch könnten fusionieren. Zum Pachtland habe ich nicht sehr viel zu sagen. Das ist eine Aufstellung vom Pachtland und wie das verteilt ist. Wir wollen einfach den Pächter und Pächterinnen von dem Pachtland die Sicherheit geben, dass das bestehende Recht zur Nutzung weitergepflegt wird und an der bisherigen Praxis festgehalten wird. Guten Abend miteinander. Ich vertrete heute die Arbeitsgruppe 6. Die Arbeitsgruppe 6 hat sich mit der Ausgestaltung der technischen Betriebe, Werkhof und Friedhöfe auseinandergesetzt. Und, wenn ihr auf diesen Folien seht, bestehen die technischen Betriebe einerseits aus der Strom- und Wasserversorgung, andererseits aber auch aus der Entsorgung vom Abwasser. Gas, Fernwärme, ein sehr zukunftsträchtiges Element, wie wir nachher noch werden sehen. Der zweite Teil, Werkhof und Friedhof, dort werden wir auf die Organisation, die Aufgaben und die Infrastruktur eingehen. Und der dritte Teil, die Entsorgung und das Abfallwesen, Kehricht, Grünabfuhr etc. Durch das, was wir da uns auch in dieser Arbeitsgruppe in einer Vorstudie befinden, gerade vorweg die Entsorgung und das Abfallwesen. Wir haben dort grosse Synergien erkannt. Es wird keine grossen Veränderungen geben. Auch bei den Gebühren wird es keine Anpassungen geben. Ich komme zu der Stromversorgung. Wir haben einerseits die Stromversorgung in Baden über das Regionalwerk Baden AG. Die Anlagen dort sind in einem hervorragenden Zustand, in einem sehr guten Zustand. Auf der anderen Seite, in Thurgi, ist das AEW, wo Thurgi mit Strom versorgt. Dort ist aktuell ein Konzessionsvertrag, der aber im 2027 abläuft. Wir haben dort eine Kündigungsfrist von 2 Jahren. Das heisst, man müsste im 2025 reagieren. Die Arbeitsgruppe hat 2 Optionen identifiziert. Die erste ist der Status quo. Das heisst, wir lassen Stromversorgung so, wie sie heute ist. Status quo, 2 Stromversorger. Und in der zweiten Option würden wir die Integration von Thurgi, Stromversorgung Thurgi, in das Regionalwerk Baden AG prüfen. Die Wasserversorgung. Bei der Wasserversorgung sieht es ein bisschen anders aus. Bei der Wasserversorgung haben wir auf Anhieb sehr grosse Synergieeffekte erkannt, in Bezug auch auf die ganze Organisation, aber in Bezug auch auf die Technologie, die wir einsetzen. Das heisst, wir würden die Wasserversorgung Thurgi in das Regionalwerk AG Baden integrieren. Heisst aber auch, durch das, dass Thurgi ein Eigenwirtschaftsbetrieb ist, dass die Wasserversorgung in Untersiggetal nach wie vor gewährleistet ist. Finanziell sieht das so aus. Sie sehen, Regionalwerk Baden, ein Investitionsbedarf 2021 bis 2025 für rund 5 Millionen, Thurgi 2,7 Millionen. Fakt ist, dass die Investitionen die können vorgenommen werden. Und Tarif, Sie sehen es, 5 Rappen auseinander pro Kubik. Der Wassertarif ist so nah beieinander, das heisst, wir können dort auf diesem Niveau weiterfahren. Die Abwasserentsorgung, und da ist ja auch eine Frage zu uns gekommen in die Arbeitsgruppe 6. Die Abwasserentsorgung, da werden wir die 3 Verbände, den Abwasserverband Baden-Wettigen, ARA Rematte, und der Abwasserverband ARA Wasserschloss, wird bestehen bleiben. Thurgi wird durch das ein bisschen organisatorisch entlastet und der Abwassertarif in Thurgi wird gesenkt. Und Sie werden nachher sehen, in der nachfolgenden Folie, dass es doch eine recht markante Senkung ist, aber die tieferen Einnahmen, die dort entstehen, die sind
vertretbar. Und das sieht man hier. Man muss zu dieser Folie auch sagen, die 31 Rappen pro Kubik Abwasser von Baden, das ist der tiefste Wert in der Schweiz. Und von dort her, wie ich es vorhin gesagt habe, kann die Senkung von Thurgi, die heute rund bei einem Franken ist, absolut verkraftet werden. Sie sehen auch, dass die Investitionen, der Investitionsbedarf von 2021 bis zum 2025, dass der in dieser Form, wenn er heute angedenkt ist, kann vorgenommen werden. Zum Gas. Gasversorgung Baden hat ein sehr gutes Versorgungsnetz. Biogasproduktion, 16 Gemeinden sind angeschlossen. Und die Gasversorgung Thurgi wird über die IBB Energie AG gemacht. Bei der Gasversorgung gibt es so ein bisschen die Frage, wie sich der Gasmarkt entwickelt. Das ist eine der grössten Fragen, die man zuerst analysieren muss. Wie entwickelt sich der Gasmarkt generell, bevor man nachher dann eine mögliche Integration in die Regionalwerk AG kann prüfen. Fernwärme, ich habe es eingangs gesagt, ein zukunftsträchtiges Element. In Baden ist das Fernwärmenetz sehr gut ausgebaut. Auch der Ausbau ist weiter geplant. Es sind ganz grosse Investitionen geplant. Bei der Fernwärme Thurgi ebenfalls. Es existiert eine Beteiligung an der Fernwärme Siggenthal AG mit rund 5,3% und die Produktion von Fernwärme durch Kirchverbrennungsanlage Thurgi. Und genau das, die Kirchverbrennungsanlage Thurgi und die Beteiligung an der Fernwärme Siggenthal, das ist ein interessantes Potenzial bei einer Fusion, dass man eben nachher dort drin eben die 5,3% Beteiligung wird halten und so eben auch sich an der Fernwärme, vor allem nicht zuletzt auch bei der KVH Thurgi, kann beteiligen. Zum Werkhof. Und jetzt komme ich langsam zum Schluss. Der Werkhof Baden hat einen zentralen Werkhof am Schadenmühleplatz mit rund 38 Arbeitsplätzen, ein Krematorium und 4 Friedhöfe. Werkhof Thurgi, 3 Arbeitsplätze und 1 Friedhof. Und wir haben auch in dieser Arbeitsgruppe 6 angeschaut, was würde denn das bedeuten bei einer Fusion. Wir werden einen zentralen Werkhof in Baden haben, mit einem Aussenstandort in Thurgi und haben relativ schnell festgestellt, dass bei einer Fusion sehr grosse Synergieeffekte entstehen. Nicht zuletzt im Einkauf von Materialien, aber auch im Maschinen- und Fuhrpark, wo man gemeinsam entsprechend hier kann vorwärts gehen. Das wäre es von der Arbeitsgruppe 6. Ich wünsche allen ganz einen schönen Abend. Ade. Sicherheits- und Blaulichtthemen enden schon lange nicht mehr an den Gemeindegrenzen. Genau unter dieser Situation wird auch die polizeiliche Dienstleistung für rund 60'000 Menschen von der Stadtpolizei Baden ausgeführt. Es geht jetzt aber hier nicht um die Stadtpolizei, aber Blaulichtthemen sind auch Themen für die Feuerwehr. Ich möchte Ihnen das Resultat der Optionen betreffend der Feuerwehrdiskussionen hier näher bringen. Wie sieht die Situation heute aus? Wir haben die Organisation, die Stützpunkt Feuerwehr Baden, die in Dettwil beheimatet ist, die Dienstleistung auch für Baden seit einigen Jahren erbringen darf. Wir haben aber das Pendant, eine Feuerwehr, die in Thurgi, Gebersdorf, stationiert ist, mit dem Stützpunkt in Gebersdorf. Die haben sozusagen einen Vertrag miteinander. Das ist insofern ein bisschen speziell, dass wir in einem Fusionsthema stecken mit Thurgi, aber gleichwohl die Diskussionen auch mit der anderen Gemeinde Gebersdorf dürfen können führen. Die beiden Organisationen sind im Milizsystem aufgebaut, funktionieren sehr ähnlich strukturell, haben halt einfach durch die Gegebenheit von der Situation eine andere Ausprägung im Mannschaftsbestand, im Maschinenfuhrpark und in weiteren Themen. Ich möchte euch die 3 Optionen, die die Arbeitsgruppe diskutiert hat, ein bisschen näher bringen. Option 1 wäre
die einfachste gewesen, oder ist die einfachste zu diskutieren, Status Quo. Das heisst, Thurgi und Gebersdorf bleiben mit ihren Feuerwehr dort, wo sie sind, Baden ebenfalls. Bald haben wir herausgefunden, dass das unter der gesetzlichen Voraussetzung von der AGV nicht statthaft ist, weil man darf keine Dienstleistung auf anderem Gemeindegebiet Feuerwehrdienstleistung erbringen. Somit ist die Diskussion vom Status Quo ziemlich schnell vom Tisch gewesen. Gehen wir zu der Option 2. Feuerwehr Baden Thurgi, das heisst, wir würden mit den Thurgimer eine Feuerwehr bilden, eine gemeinsame Feuerwehr. Was würde denn Gebersdorf machen? Gebersdorf müsste sich wie selber organisieren. Man könnte davon ausgehen, dass Gebersdorf durch das einen finanziellen Mehrwert müsste erbringen, um die Dienstleistungen aufrechterhalten, weil sie allein unterwegs sind. Wenn wir mit Thurgi eine Feuerwehr auf die Beine stellen würden, würde das auch zwei, drei Konsequenzen mit sich ziehen. Sondern die, weil die AGV auch Gesetzgebung vorschreibt, bei einem Schadenfall muss ich ab dem Stützpunkt innerhalb 10 Minuten am Schadenort sein. Das heisst, ausrücken ab dem Stützpunkt, der bestehend ist, ab dort wären wir nicht in 10 Minuten in Thurgi. Das stellt somit eine Infrastruktur richtig zur Folge. Die müsste irgendwo im Raum, Kappelerhof oder sogar in Thurgi passieren, dass wir dort die Gemeindegebiete könnte abdecken innerhalb 10 Minuten. Das wäre ein theoretischer Weg, der machbar ist in der Option 2. Mehr mit Thurgi, Baden mit Thurgi, Gebersdorf allein. Ist aber unter diesen Gesichtspunkten, die ich Ihnen jetzt erklärt habe, tendenziell nicht zu verfolgen, weil es eine finanzielle, teurere Geschichte wird werden. Gehen wir zu der dritten Option. Die Option Feuerwehr, Baden, Thurgi, Gebersdorf als gemeinsame Schlagkraft. Diese Diskussion hat vielen bald eigentlich auch entsprochen. Wir haben gemerkt, dass auch da Synergien vorhanden sind. In der Rekrutierung, dass die Perspektive der Feuerwehrleute allfällig kann steigen, was sie in dieser neuen Feuerwehr könnten machen. Und ganz wichtig, wir wären mit dem Stützpunkt von Detwil aus und mit dem bestehenden Feuerwehrlokal in Gebersdorf auf dem ganzen Gebiet innerhalb der geforderten Zeit von 10 Minuten vor Ort. Man könnte so auch den sogenannten Zangenangriff ausüben, der über Birmensdorf sogar könnte auf Thurgi funktionieren oder in die Innenstadt ab Gebersdorf aus. Also es gehen viele Möglichkeiten auf. Gewisse Risiken, allfällig der Einfluss von der Gemeinde Gebersdorf kann sinken und der Schlüsseleffekt liegt dort natürlich nicht direkt bei der eingezogenen Gemeinde von Gebersdorf. Fazit. Wir werden die Situation mit der Feuerwehr unter dem Gesichtspunkt, unter Option 3, weiterverfolgen. Es ist definitiv eine lohnenswerte Prüfung in diesem Thema. Ich bin gespannt auf die weiteren Ergebnisse. Ja, wir kommen bereits zum Abschluss und zum Ausblick von dieser heutigen Veranstaltung. Wir haben es gehört, einleitend durch den Stadtdamen Markus Schneider. Das Ziel war es, an dieser heutigen Veranstaltung Ihnen einen Einblick zu geben, die aktuellen Arbeiten so ein bisschen aus erster Hand. Wir sind ja erst seit dem letzten Herbst an dieser Fusionssondierung dran. Wir haben aber auch erste Grundsätze schon ein bisschen durchgegeben, wo man kann sagen, das sind Stossrichtungen, die bereits auch schon festgesetzt sind. Ganz ein wichtiges Kriterium in dieser Fusionsprüfung, das ist ja der Steuerfuss. Die Frage, die ist auch viel eingereicht worden jetzt im Vorfeld zu dieser Veranstaltung. Wir haben aber auch gehört, es gibt andere Grundsätze, wo man schon ein bisschen eine Stossrichtung hat, wie beispielsweise in Sachen Schulwesen, Schulen von Thurgi, Schulbaden, wie geht das Ganze weiter? Aber natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, beispielsweise im Bereich Raumplanung, Feuerwehr etc. Das haben wir gehört. Wir freuen uns aber vor allem und sind Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie im Vorfeld, aber jetzt auch während der Veranstaltung mitgemacht haben. Sie haben uns Fragen eingereicht. Wir haben fast 100 Fragen, aber auch Bemerkungen bekommen. Teilweise sind es auch kritische Bemerkungen. Das ist aber wichtig für uns. Wir wollen die nämlich jetzt aufnehmen, in einem ganz frühen Stadium von dieser Fusionsprüfung, dass wir sie nämlich jetzt einflüssen können, und zwar noch in dieser ersten Phase.
Bevor ich jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung mache von diesen Fragen, in Kürze nochmal auf wenige Themengebiete eingehen, vor allem auch jetzt noch während der Veranstaltung reingekommen sind, werde ich nochmal in Erinnerung rufen, um was es in dieser ersten Phase eben wirklich geht. Es geht wirklich um eine Vorsondierung, um eine Vorabklärung, ob so eine Fusion könnte Sinn machen, mit gewissen Grundsätzen, die einfach von der absoluten Basis her müssen stimmen. Das ist wie beispielsweise der Steuerfuss, der keinesfalls steigen darf in der Stadt Baden, denen von diesen 92%, dann neu natürlich auch im Ortsteil Thurgi. 92%, das werden wir belegen in einem Finanzbericht, den sie zusammen mit einem Grundlagenbericht dann im April werden erhalten. In der ersten Phase, also als Fazit, geht es darum, ihnen eine Grundlage zu bieten, dass sie dann am 13. Juni von dem Jahr 2021, und das ist uns von der Projektseite her ganz wichtig, immer wieder zu betonen, am 13. Juni 2021 können sie darüber abstimmen, ob sie uns, dem Stadtrat von Baden und dem Gemeinderat Thurgi, den Auftrag geben, einen konkreten Fusionsvertrag auszuschaffen. Und in diesem Fusionsvertrag geht es dann wirklich um Details in dieser Phase 2. Jetzt sind wir aber mitten in der Phase 1. Sie haben mitgemacht, sie haben uns Fragen geschickt. Nochmal, wir können nicht genug danken, das ist so wichtig, gerade auch in Zeiten von Corona, Demokratie und Partizipation können leben, und das haben sie tatsächlich auch gemacht. Ich möchte auf 3 Fragen eingehen. Eine betrifft den Heinz Herrmann aus Baden. Der Markus Schneider hat bereits einleitend auch eine Frage von ihm beantwortet. Der Heinz Herrmann hat sich auch befasst mit unserem Slogan «Baden und Thurgi natürlich verbunden». Ist das wirklich so, dass wir natürlich verbunden sind? Ja, das sind wir. Wir haben das nicht nur jetzt in dieser Projektarbeit natürlich verbunden, die Gemeinderäte von Thurgi und der Stadtrat von Baden. Es macht nämlich wirklich Spass. Wir haben eine gute Zusammenarbeitsstimmung in dieser ganzen Prüfung. Nein, wir sind natürlich auch faktenbasiert natürlich verbunden. Wir sind beide am gleichen Flussufer. Wir sind also durch einen Fluss verbunden. Wir sind durch den Wald verbunden. Wir sind via Kappelerhof auf der Strasse, aber auch zu Fuß verbunden. Wir haben eine gemeinsame Bahnlinie und sind beides auch Bevölkerungen, die offen sind, weltoffen und urban. Also uns verbindet tatsächlich ganz viel. Das sieht man, denke ich, auch an dieser heutigen Veranstaltung, dass wir wirklich einen guten Team-Spirit gehabt haben in diesen ganzen Präsentationen. Ja, und teilnehmen und Team-Spirit und da können mitmachen, das ist ein gutes Stichwort, um mich auf eine Frage zu bringen, die heute Abend eingereicht worden ist. Die hat Paulina Borner eingereicht, eine junge Person aus Dettwil. Sie hat sich gefragt, ja, wenn wir mit Baden würden fusionieren, wie werden wir denn ein Wir-Gefühl entwickeln? Wie werden wir denn einen Zusammenhalt entwickeln? Das ist eine wichtige Frage. Die Frage, die werden Sie jetzt auch in den nächsten Monaten so ein bisschen zu spüren bekommen. Wenn nämlich Corona hoffentlich endlich zurückgeht, werden wir in den nächsten Monaten verschiedenste Anlässe miteinander haben. Es sind unter anderem Stammtischgespräche geführt. Es ist auch geplant, dass wir für Badener beispielsweise eine Führung durch Thurgi durchmachen, mit der Möglichkeit, auch Fragen zu stellen aus erster Hand zu dem Fusionsprojekt, dass man sich vernetzt, dass man sich kennenlernt. Und das Wir-Gefühl entwickeln, das wird man dann vor allem in der zweiten Phase, wo Sie alle, liebe Badenerinnen und Badener, liebe Thurgimerinnen und Thurgimer, können mitschaffen an diesem Projekt und sich einbringen. Die Frage so ein bisschen von der Partizipation, nicht nur auf dem digitalen Weg, das hat auch gestellt der Rolf Blöchlinger und der Hans Sturm aus Baden. Auch ihnen ist es wichtig, dass man mitmachen kann. Und da kommen wir jetzt definitiv zum Fazit von dem heutigen Abend. So richtig mitmachen, ich muss es einfach nochmal betonen, ja, das können sie und da wünschen wir uns auch, dass sie das machen. Das ist in der zweiten Phase möglich. Dafür bitten wir sie dann aber uns am 13. Juni 2021 ein Ja zu geben, um den Fusionsvertrag im Detail auszuschaffen. Und dort kommen dann auch weitere Themen dazu, wie Vereine, Kultur, Sport usw., die wir eben dann ebenfalls werden prüfen. Also, wir werden die Ergebnisse heute mitnehmen. Sie werden alle eine Antwort sehen auf die Fragen, die Sie gestellt haben. Die schalten wir auf unserer Webseite. Sie werden Ihre Fragen auch wieder sehen in dem Grundlagenbericht, der dann im April Ihnen im Detail vorgestellt wird. Wir sind dran, im Moment zu prüfen, was gibt es für Möglichkeiten, wenn uns Corona weiter wird beschäftigen. Dann werden wir weiter digital mit Ihnen im Gespräch bleiben. Wir werden Ihnen den Grundlagenbericht in einem Livestream in den nächsten paar Monaten dann vorstellen. Oder wenn es eben wieder live möglich ist, gibt es da dazu eine Veranstaltung. Wir halten Sie hier auf unserer Webseite auf dem Laufenden. Besuchen Sie unsere Webseite www.baden-thurgi.ch doch regelmäßig. Bringen Sie sich ein, es gibt einen Blog dort, man kann E-Mail schreiben, man kann mit uns telefonieren. Wir sind auch bereit, an Veranstaltungen zu kommen, eine Vereinsveranstaltung, eine Parteiveranstaltung. Uns ist es wichtig, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Ihre Fragen zu beantworten.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Das darf ich im Namen von der Projektleitung von uns allen sagen. Wir haben Sie zwar nicht gesehen, aber wenn jetzt die Kamera, die ich hier davor stehen würde, würde lachen, dann denke ich, sie hat auch keine Maske an. Es ist interessant, mal eine Kamera zu sehen oder mit jemandem zu reden, der keine Maske an hat. Dann denke ich, wäre sie sicher positiv. Wir sind Ihnen dankbar und freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und bis zu einer Gelegenheit, wo wir uns dann hoffentlich alle wieder live sehen können. Ganz herzlichen Dank.